So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wir wollen heute Level 50 erreichen. Nicht Rang 50, Rang 10. Brauchte man für Level 50. Das ist das vierte Mal, dass ich das erlebe. Bei dem Ramses der Dicke Account sind wir auf 50 gegangen. Beim Samyang Bulldog Account sind wir auf 50 gegangen. Pupsi ist auf ihrem Account auf Level 50 gegangen. Und jetzt soll unser Habanero Lime, der Free-to-Play Account, folgen auf Level 50. Dafür haben wir ja verschiedene Aufgaben hier gehabt. Das sind jetzt schon manche fertig. Die 999 einfach fabelhaften Curveball-Würfe sind fertig. Die waren hier oben, ganz oben waren die drin, sind abgeschlossen. Letztens war ja auch C-Day mit Chanera. Da konnte man sehr gut einfach fabelhaft treffen. Das ist zwar, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon wieder ein halbes Jahr her, aber das ist ja erstmal egal. Dann haben wir noch Rang 10 GBL gehabt. Da sagen Leute, endlich habe ich Rang 10 erreicht. Das ist so schwierig, so brutal. Ist eigentlich wurscht, weil du hast ein Team gemacht, du hast WP 10 genommen, bist rein, hast verloren, das fünfmal, bist zum nächsten Rang gekommen. Das ging bis Rang 5 so. Und von Rang 5 bis 10 musstest du nur einen einzigen Kampf gewinnen in einem Set. Das heißt, ich habe random mit irgendwas gekämpft, dann hatte der Gegner vielleicht WP 10 Pokémon drin, weil der auch keinen Bock hatte. Habe ich gewonnen, konnte ich die restlichen 4 in dem Set verlieren und bin trotzdem aufgestiegen. Weil bei 5 Kämpfen einer gereicht hat als Sieg, um weiterzukommen. Dann haben wir Rang 10 fertig gehabt. Jetzt haben wir besiege dreimal ein Team Go Rocket Boss, nur mit Pokémon, mit 2500 WP oder weniger. Das heißt nicht mit 2500er WP Pokémon, das lesen die meisten falsch, das sind 2500 WP oder weniger. Ich habe jetzt mal geguckt, ich hatte Glück. Ich habe nämlich versucht in letzter Zeit, wenn ich was gemacht habe, immer Arlo zu machen, weil Arlo hat ja Kindwurm dabei. Kindwurm ist cool. Die beiden Rocket-Bosse, die hier sind, sind Arlo. Da oben war es aber noch belebter als hier unten, deswegen habe ich gedacht, ich gehe hier hin und möchte euch jetzt mal zeigen, mit welchem Team ich den immer versucht habe zu machen. Dafür gebe ich mal RRR ein. Der hat ja als erstes sowieso Kindwurm. Also wollte ich da ein Eis-Pokémon nehmen, habe also hier Valraiser rein. Dann hat er einen Glurak drin gehabt, da habe ich dann immer hier Ramaidon genommen. Und wenn er als letztes Xerox hatte, habe ich dann trotzdem nochmal mit dem Lucario draufgezimmert. Kann natürlich sein, dass der jetzt andere Pokémon hat und wir versagen, aber das sehen wir ja dann, was er hat. Wichtig ist auf jeden Fall, das, mit dem ich zuerst kämpfen möchte, packe ich an zweite Stelle, dass ich, wenn der Kampf losgeht, direkt auf das Pokémon wechsle. Ihr seht, das hat 2492. Ist also unter 2500. Jetzt ist unsere Ladeattacke auch gleich voll. Falls der jetzt wieder Glurak hat, würde sogar Wasser gegen das Glurak gut sein. Beziehungsweise wenn er noch eine Eisattacke hätte, wäre das natürlich auch gut gegen das Glurak. Hat er jetzt aber nicht. Der wehrt jetzt eh ab. Dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas schaffen. Ne, wir sind gleich tot. Wir holen jetzt dann sowieso Ramaidon rein. Weil der wirft ja Steine gegen Feuer, gegen Flug und lädt vielleicht sogar noch einmal eine Ladeattacke voll, dass wir die Ladeattacke auf das letzte Pokémon scheppern. Das ist schon wieder nein, das ist Dragoran. Dann haben wir jetzt ein Problem erstmal. Ich meine, wir haben jetzt hier Gestein gegen Flug, das passt. Aber es funktioniert nicht mehr. Wir wechseln jetzt raus, es funktioniert, ne, wir können gar nicht wechseln, wir sind schon tot. Letztens war halt Stahl hinten drin, das hat gepasst, da habe ich gedacht, gut, wenn es Stahl ist, ich habe Kampf, können wir machen. Ansonsten muss ich jetzt hoffen, dass das irgendwie sich noch ausgeht. Ich habe halt nur Steigerungshieb, der nicht viel Schaden macht, der Runde zu Runde stärker wird, okay. Aber der haut bestimmt so fett rein, dass ich gleich weg bin und kann gar nichts machen. Jetzt macht er hier einen Move, ich kann einmal abwehren. Mit Dragoran habe ich nicht gerechnet, ich hatte noch keinen mit Dragoran bei den drei, die ich jetzt gemacht habe. Jetzt kann ich trotzdem 3 Sekunden warten irgendwie. Jetzt mal draufhauen und dann kann ich hoffentlich zweimal Steigerungshieb hintereinander machen, sodass er zweimal nichts machen kann. Das ist die letzte Rettung, die ich habe. Dadurch, dass ich einmal abschilden konnte, habe ich noch ein paar Sekunden gut gemacht. Ich drücke jetzt nochmal drauf, kurz vorm Ende, aber ich sehe jetzt schon, dass es wohl nicht reichen wird. Das heißt, ich müsste mir jetzt noch was für Dragoran hinten ausdenken, dass ich da noch was nehme und muss das Ganze nochmal machen. Toll, das war knapp. Das heißt, wir müssen uns ein neues Team basteln. Da muss ich erstmal kurz reingucken und melden uns gleich zurück. Im zweiten Versuch mit neuer Taktik.
So, wir haben den nächsten Versuch. Ich habe jetzt mal geguckt, das Lucario brauche ich ja jetzt nun gar nicht. Das ist ja, hinten ist ja kein Stahl drin. Was lustig ist, es hat trotzdem am Ende gesagt, gegen Stahl ist effektiv, bla bla bla. Dabei war doch gar kein Stahl-Pokémon mit drin. Ich habe jetzt mal noch eine Koronika mit reingenommen, die ist auch noch mal so Typ Eis. Und ich will mal gucken, wenn ich nicht rauswechsel, sondern... Nee, ich wechsel doch raus. Meine Taktik ist, das Problem ist, dass das Wallreiser keine Eisattacke hat als Lademove. Das ist das Problem, was ich habe momentan. Sonst hätte, wenn der noch Eis hätte, dann wäre der ja gegen alles. Aber irgendwie habe ich 3000 Mal rumgewühlt, um eine bessere Attacke zu kriegen. Und ich bin immer nur bei Aquawelle gelandet und die wollte ich nicht haben. Jetzt habe ich vorne das Rexblizzard drin. Das hat wenigstens 2 Eisattacken. In der Hoffnung, dass ich damit noch was machen kann. Aber eigentlich hätte ich schon den Blizzard aufladen müssen bei dem ersten. Dass ich dann beim letzten einfach drauf zimmer. Aber scheint auch nicht so zu funktionieren. Wir gucken mal. Wenn das hier weg ist und ich wieder wechseln kann, können wir Sekunden gut machen. Ansonsten bin ich halt dann tot. Weil der wehrt ja eh nochmal ab. Nämlich jetzt. Da hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Sekunden warten können. Aber auf jeden Fall ist es immer schon mal besser, wenn wir Eis haben gegen Flug und Drache, als wenn wir mit Kampf antreten. So, jetzt werfen wir da noch ein paar Steine drauf. Der haut einmal zu, wir sind direkt weg. Keine Ahnung, wieso der so krass ist. Ist halt so sehr effektiv. Überleben wir vielleicht? Nee, ist auch sehr effektiv gegen uns. Jetzt macht er eine Attacke. Ich kann abwehren. Sind das die letzten Sekunden, die ich brauche, um den Blizzard voll zu machen? Hat er überhaupt seine 2 Schilde schon weg? Jetzt war der Blizzard voll, aber ist nicht mehr eingeloggt. Das heißt, das war auch Quatsch. Hat nichts gebracht. Wieder für die Tonne. Wir müssen es nochmal anders machen. Ich muss mit. Ich darf nicht reinwechseln. Komm, wir machen das Gleiche nochmal. Das Video wird dann einfach 300 Stunden gehen wahrscheinlich. Wir machen das Gleiche nochmal. Wir gehen drauf, gehen auf Revanche. Geben jetzt Toppeleber ein. Hauen die 3 hier zusammen, gehen direkt drauf und machen den Anfang mit Koronika, dass die schon mal ihren Move auflädt. Ja, aber dann haue ich den vollgeladenen Blizzard drauf und der hat noch Schilde. Das passt ja auch nicht. Ich hätte doch was nehmen müssen zum Schilde rausloggen. Vielleicht hätte ich mir einfach mal einen Zumpex holen sollen. Guck mal, der schafft es nicht mal, den umzubringen. Der stirbt einfach vorher schon. Das war bei dem Wallreiser nicht so. Mit Wallreiser jetzt mal, ich kann eigentlich schon wieder aufhören. Es ist halt, es war auch alles anders gedacht. Jetzt stehst du wieder hier auf dem Abstellgleis, immer so schreit jemand in der Gegend rum. Eine Aquawelle drauf, nee, bringt's auch nicht. Was mir dieses Dragoran hinten für Stress jetzt macht, das war alles super durchdacht, weil Lucario trotzdem schnell immer lädt und immer schnell wieder zu seinem Move kommt. Aber wenn er dann absolut gar nichts abzieht, ist es halt wirklich für die Tonne. Es bringt hier nichts, das siehst du schon, bringt nichts. Aber gut, wir haben ja auch das falsche Pokémon gerade gehabt. Jetzt war ich also so abgelenkt. Ich habe noch nicht mal geguckt, mit was ich gerade kämpfe. Das ist das nächste Ding. Und wenn jetzt... Wir können es sein lassen, komm, jetzt nicht, ne? Und dann fliegst du raus und dann bist du draußen. Und dann probieren wir es gleich noch 10 Mal und dann haben wir es vielleicht. Obwohl ich immer noch keine Ahnung habe, was ich nehme, weil ich habe halt so gut wie nichts. Ich habe halt keine Pokémon, ja. Ich kann auch jetzt nichts pushen. Die meisten, die ich dann habe, sind halt nicht mal an der Grenze irgendwo. So, das muss weg. Gehen wir nochmal drauf auf denselben. Schauen mal kurz, ob wir... Ich hätte höchstens den anderen Alu oben probieren können. Vielleicht hat der ja ein Scherox hinten drin. Was da nicht so problematisch ist. So, die Koronika wollen wir wieder austauschen. Jetzt geben wir mal Wasser ein und gucken, ob wir hier was haben. Guck mal, hier ist ein Sumpex. Aber das Sumpex, das hat leider 2600 und sowieso die falschen Attacken. Ja, noch ein Sumpex habe ich nicht. Hier, mit dem ich was machen kann. 1-4, 1-6, 2-2. Lapras hat Eissplitter und Blizzard. Ich nehme mal Lapras mit rein und ich glaube, ich muss trotzdem die Attacke vom Wallreiser noch ändern. So, Wallreiser kriegt... Darf ich denn noch was hören? Aqua...
Welle, Aquavelle. Wer, ja, was? Wo? Darf ich dir mal kurz hören? Das Jugendamt, Landratsamt. Ist es das Gelbe oder da oben? Ich komme noch nicht von hier. Am besten mal da hochlaufen und da hängt bestimmt alles aus. Wenn nicht, ist da ja eine Info, die wissen ja alle hier. Also da oben sind etliche Ämter, ja, aber gut, wo das genau das ist, wissen. Weiß ich nicht. Alles klar, ich danke. Wenn, dann ist es bestimmt da oben. So, Erdbeben brauchen wir nicht. Eis ist oder im Blizzard. Was mir jetzt auffällt, ich habe trotzdem nichts, was Schilde rauslockt. Vielleicht hätte ich mit dem Lucario trotzdem gegen das erste Pokémon schießen sollen, um Schilde rauszulocken. Wieso habe ich eigentlich meinen Plan verworfen, den ich sonst immer hatte? Das brauche ich, das brauche ich. Ja, bei Reiser. Warte, ich nehme doch noch mal Lucario rein. Ah, ist ein Heckmeck hier. Lucario Kondersteigerungshieb. Und jetzt, ich versuche jetzt die Schilde rauszulocken mit Lucario. Das wird jetzt bestimmt was. Das ist doch nur klein, das macht doch keinen Schaden. Wir gehen direkt hier drauf, dann haben wir noch die 3 Sekunden. In der Zeit lädt es doch bestimmt schnell die Attacke auf. Da frage ich mich, wenn ich es immer so gemacht habe, wieso ich es jetzt nicht mehr so gemacht habe, was mich da wieder geritten hat. Denn ich habe immer gesagt, zum Schild rauslocken, nehmt Lucario, alles kein Ding, alles kein Thema, bringt dir nämlich nichts, wenn er dann irgendwo bist und der hat noch alle Schilde. So, jetzt ist hier Flug und Feuer, aber wir haben wenigstens das zweite Schild draußen, haben immer noch einen Rest von dem Pokémon übrig. Wir können also weiter hier noch ein bisschen dran rumfummeln, was auch gut ist. Vor allem steigert sich dann auch sein Move, dass wenn er den dann macht, ich ja dann wieder 3 Sekunden Zeit habe, was mir dann wieder zum Vorteil wird, kommt. Wechseln kann ich gerade eh nicht. Ich muss also weitermachen, bis das Lucario in der Ecke liegt. Eieiei, der haut rein. Jetzt hätte man noch einmal zünden können, aber zu spät. Wir nehmen jetzt natürlich Ramaidon. 1, 2, 3. Er ist weg, er hat kein Schild mehr. Wir haben gleich den Move voll. Wir können gleich den Steinhagel draufzünden. 1, 2. Jetzt schnell machen, weil der hat nämlich gerade... Wieso zieht das so viel ab? Was hat der denn? Ich habe keine Ahnung. Jetzt werfen wir hier einen Stein drauf, sehr effektiv. Den Rest machen wir jetzt 1, 2, 3. Der haut uns bestimmt weg. Und wir haben jetzt immer noch unser Valreiser, was den Rest macht. Und wir haben es geschafft. Wir hätten einfach nur Lucario am Anfang nehmen müssen, wie immer. Einfach nur Lucario. Und wir haben es verkackt. 10 Mal, aber jetzt haben wir es geschafft. Okay. Dann habe ich noch eine Aufgabe mit den 5 legendären oder mysteriösen. Die nächsten 5 müssen legendär oder mysteriös sein, habe ich ja gesagt. Nehmt da am besten die Meltan-Box. Da kommen ja immer zu welche raus. Die können da einfach fangen. Da müsst ihr auch keine Raids für machen. Und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Wir fangen das Ding jetzt mal hier ein. So, dann bewerten wir es noch kurz und dann laufen wir mal ein Stück weiter und suchen uns nochmal einen Platz, wo wir das mit den Meltern noch machen, was halt nicht mitten an der Straße ist vielleicht, wo halt nicht mehr zu Autos vorbeikommen. Naja, ein Stern kann eigentlich weg, kann fort, die Aufgabe müsste aber jetzt fertig sein. Oder habe ich jetzt was nicht mitgekriegt? Doch, ist fertig. 5 legendäre oder mysteriöse. So, jetzt möchte ich versuchen natürlich noch die 5 Meltern zu holen. Das heißt, ich gehe mal hier rüber. Hol mir eine Wunderbox, die wird geöffnet. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Wunderbox bekommt mit Meltan drin, dann schreibt es mal in die Kommentare, denn ich habe ja so ein Tutorial mal gemacht. Früher, wie man die Nintendo Switch gebraucht hat. Später, wie es auch ohne Nintendo Switch geht, einfach nur mit der Pokémon Home App. Das kann dann also jeder machen. Mir ist die Aufgabe noch ein bisschen unklar, weil dort steht, fange die nächsten 5 legendären. Heißt es jetzt, wenn ich Raids mache und fange 4 legendäre nacheinander und der 5. flieht, wird sich das dann zurückgesetzt, dass das nicht dazu zählt, dass das wieder von vorne beginnt? Weil es gab ja schon mal Aufgaben wie fange 5 legendäre. Dann ist ja klar, kannst du irgendwie machen. Aber fange die nächsten 5. Das klingt ja so, als wäre das ein bisschen schwieriger, als müsste das nacheinander sein. Und wenn eins davon flieht, dass es wieder von vorne beginnt. Jetzt muss ich sowieso mal gucken, ob das überhaupt hier dazu zählt. 1 von 5 passt. Das heißt, wir werfen jetzt die nächsten 5 Dinger ab. Hier haben wir noch einen Meltan.
werfen wir auch wieder einen Ball drauf. Eigentlich bin ich immer noch krank, aber Pupsi hat sich mittlerweile auch angesteckt. Die liegt jetzt auch flach. Gestern war sie alleine unterwegs, ich war zu Hause. Jetzt bin ich halt unterwegs und sie ist zu Hause. Da wechselt man sich ab gerade. Und mit den entsprechenden Tabletten, dann geht das auch, dass man mal 5 Minuten keine Kopfschmerzen hat und keine Gliederschmerzen. Und frische Luft tut ja auch gut, aber ihr merkt, die Kurzatmigkeit ist. Das Drücken auf der Brust ist halt einfach immer noch da. Nicht nur das Übergewicht, sondern halt auch alles andere. So, wo ist das nächste? Komm, die gucken schon. Die gucken schon dort, das geht aber nicht. Am besten, ich schneide immer nur rein, wenn ich eins fange. Sonst zieht sich alles so. So, da ist das dritte mit 102. Wie immer natürlich erstmal daneben werfen, dann auf großartig gehen. So, da ist die Nummer 4, auch angedrückt, 185, ist halt alles nicht so viel. Klasse, Animation hat gefehlt, aber passt. 4 von 5 passt auch, eins noch. So, und hier ist das fünfte und letzte. Achso, ist hinter mir, da. Die können natürlich nicht shiny sein. Shiny sind ja immer nur zu bestimmten Events, ansonsten könnt ihr aber trotzdem schön Meltan-Bonbons farmen. Melmetal, man 100er euch gönnen. Wenn ihr Pokémon auf Level 50 pushen müsst für eine Aufgabe, ist das auch immer ganz gut. Ihr kriegt meistens sogar mehr XL-Bonbons als normale. Jetzt, wenn wir jetzt zurückgehen, müsste das der Aufstieg sein. Auf Level 50. Beim Habanero Free-to-Play-Account. Da gibt es auch nochmal eine schöne Top-Lade-TM, hoffe ich. Jetzt gibt es eine schöne Jacke dazu. Sieht aus wie ich. Super Brutmaschinen, Lokmodule, XL Sonderbonbons, Glückseier. Und die Statistik, pass auf. 2000 gefangene Pokémon, 500 Pokestops und 5 Raids. Und von davon allein habe ich heute 2 gemacht. 2-mal Zenlong. Das sind 5 Raids. So. Das finde ich gut. Free-to-play heißt ganz wenig Raids machen und so Zeug. Ansonsten kann jetzt mir keiner mehr in die Karten gucken. Das finde ich richtig gut. Aber wir haben ja auch noch so eine Level 50 Forschung. Und wenn da dann Lucario und Mewtwo hinten drin ist, werde ich das auch mal abholen. Aber eigentlich hänge ich hier noch in der Level 48 Forschung rum. Wenn hier denn die fetten Sachen rauskommen, werde ich da glaube ich aber auch nochmal ein Video machen. 500 großartige Curveball-Würfe, 15 Tage hintereinander, Pokestop, lande 5 fabelhafte Würfe hintereinander. Das kann man gut bei einem Raid-Boss machen. Vielleicht macht man das mal in einem Video. Die 5 hintereinander und dann, ach bis dahin, war ich wahrscheinlich, egal. Das war's von meiner Seite erstmal aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao. Wenn ihr auch Level 50 seid, schreibt's in die Kommentare.